Ja, Maxi, guck mal. Das ist der Parkstein. Das soll laut Humboldt der schönste Vulkankegel Europas sein. Nicht schlecht, hä? Oh, guten Morgen auf Find the Silence. Schön, dass du da bist. Wir sind in der wunderschönen Oberpfalz und wir sind am Parkstein, dem laut Humboldt schönsten Vulkankegel Europas. Rund um den Parkstein gibt es ein 68 Kilometer langes Wandernetz, sagt zumindest diese intelligente Karte. Und wir wollen 9 davon laufen auf dem inneren Rundweg Nummer 1, der uns einmal hier von dieser Stelle bis zu den Seen zum Schwarzen Weiher führt, durch den Wald und dann zurück auf den Berg. Also, bleibt dran! Lass gerne ein Like, ein Kommentar da, wie es dir gefallen hat und vielleicht sogar ein Abo, wenn du die restlichen Filme aus der Oberpfalz nicht verpassen willst. So, Maxi hat Druck, wir laufen los und du kommst mit. Bis dann. Ah, Maxi. Anderthalb Kilometer führten komplett über die Straße. Das war nicht wirklich angenehm und mal wieder habe ich den Eindruck, dieser Wanderweg wurde von jemandem geplant, der keine Ahnung vom Wandern hat. Trotzdem, kein einziges Auto kam mir auf diesen anderthalb Kilometern entgegen oder fuhr mich von hinten über den Haufen. Wie erfreulich! Jetzt geht es einen schöneren Weg und schon kommt's aus dem Auto. Oh, Maxi, guck hier links.
Maxi, das wäre eine super Rutsche für dich, gell? Halbzeit auf unserem Rundwanderweg um Parkstein und Max und ich sind schwer begeistert. Ja, es sind einige Teerwege, einige Straßen und breite Forstwege und kaum ein Pfad dabei. Aber das macht irgendwie nichts, weil dieser Weg so unglaublich abwechslungsreich ist, so viel durch verschiedene Natur führt, vorbei an Seen, durch wunderschöne Wälder, dann wieder Wiesen und dann wieder Seen und dann wieder Wälder und Wiesen und wieder schöne Blicke und zwischendurch noch ein wunderschöner Bauernhof. Das ist unglaublich abwechslungsreich und kurzweilig und so macht die Strecke bisher richtig viel Spaß. Wir sind jetzt hier bei der Halbzeit, genießen dieses wunderschöne Plätzchen und während ich aufpasse, dass Maxi die Kinderrutsche nicht benutzt, freue ich mich schon mal auf den weiteren Weg, denn jetzt geht es entlang eines Zuwegs des Goldsteigs. Der Goldsteig ist ein Weitwanderweg, der einmal durch die Oberpfalz führt und die Zuwege hier sehen schon mal wunderschön aus und führen uns gleich hoch auf den Gipfel. Hinter uns sieht man die beeindruckende Vulkanwand des Parksteins. Die letzten Höhenmeter müssen wir jetzt noch erklimmen und bis dahin ist das hier ein tolles Pausenplätzchen. Übrigens gibt es hier auch einen netten Parkplatz, auf dem man auch mal mit dem Wohnmobil eine Nacht stehen darf. Wir laufen jetzt hoch und hoffen, wir kommen lebend oben an. Wir sind ungefähr 10, 15 Meter unterhalb der Bergkirche angelangt. Natürlich stand einst auf dem Parkstein auch eine Burg. Wie könnte es bei dieser exponierten Lage denn auch anderes sein? Und natürlich ist die Burg auch aus dem gleichen Basalt wie der ganze Vulkanschlot. Die Entstehung des Parksteins ist relativ einfach. Ein Vulkan brach noch nicht mal so richtig aus, sondern es entstand nur ein Vulkanschlot, der unterirdisch erstarrte. Anschließend wurde der Sandstein, der drumherum war, über die Jahrtausende, Jahrhunderttausende abgetragen und der harte Basalt, der blieb übrig. So entstand der Parkstein, ein außergewöhnlicher kleiner Gipfel inmitten der Oberpfalz. Da darf ich dir dieses, ja, mein Prinz. Ja,
Rutsch mal. Wir sind am Ende unserer tollen Runde hier rund um Parkstein. Der Wind weht inzwischen und ich hoffe, du verstehst mich trotzdem. Am Anfang die Straße, das war der einzige kleine Wehmutstropfen auf dieser ganzen wundervollen Runde. Vorbei an Seen, an Wäldern, natürlich der Parkstein, der schönste Vulkankegel Europas, wie Humboldt wohl gesagt haben soll. Naja, ich fand den Parkstein sehenswert, den Vulkankegel und das Vulkangestein und natürlich den Blick. Aber noch schöner fand ich diese wunderschöne Ruhe durch diese herrliche Natur der Oberpfalz. Die Wege waren einfach wunderschön und abwechslungsreich, auch wenn der Untergrund nicht immer ganz perfekt war. Magst du nicht sagen, danke fürs Zuschauen, lass gerne ein Like, ein Kommentar da, wie es dir gefallen hat und vielleicht sogar ein Abo, wenn du die nächsten Filme aus der Oberpfalz nicht verpassen willst, wenn die Oberpfalz nicht weggeweht wird. Ich mache jetzt eine Vesperpause. Das Vesper habe ich im Auto vergessen, aber einen Schokoriegel habe ich immer dabei. Und dann gibt es erstmal eine Mittagspause für Maxi und mich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Find the silence. Jo Maxi, ich esse jetzt einen Schokoriegel und du nicht. Maxi, das ist illegal. Keine Schokoriegel für arme Hunde. Aber, guck mal. Das ist alle, was der Jüngste. Und laufen los und ich schwafel schon wieder viel zu viel. Komm mit, sei dabei, mach mit uns die Tour. Und ich habe mich jetzt voll verhammelt und fang von vorne an. Die ersten 1,5 Kilometer, Maxi schiebt deinen Arsch aus dem Bild. Also, jetzt habt ihr mal richtig schön Maxis Hinterteil im Bild. Auch wenn die Füße ein wenig... Was schnaufst du eigentlich so? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es wird alles von diesem Wind weggeweht. Bildern an, unglaublich bla und ich übertreibe. Magst du nicht sagen, danke fürs Zuschauen.